Bei mir ist Henning Otto, der IRB-Beauftragte vom Bundesverband. Henning, was passiert denn hier gerade im Hintergrund? Hallo, wir sind hier in Prerow zum IRB Deutschland-Pokal 2016. Zum wiederholten Mal hier in Prerow am Strand mit 20 Mannschaften, die hier starten. Nicht schlecht. Und was ist das Besondere an diesem Sport? Der IRB-Sport simuliert Wasserrettung, wie er im Grunde an den Wachstationen an Nord- und Ostsee im Grunde passiert. Das heißt, das sind auch alles Wachgänger, Rettungsschwimmer, die normal ihren Wachdienst an der Küste machen und die dort mit den Booten trainieren und diese Wettkämpfe simulieren im Grunde verschiedene Arten von Rettungen. Okay, und was kann ich mir denn unter einem IRB überhaupt vorstellen? IRBs sind diese Boote, wie sie im Hintergrund zu erkennen sind. Das sind 3,50 Meter bis 3,80 Meter lange Schlauchboote, die den Vorteil haben, dass sie besonders leicht sind, durch zwei Rettungsschwimmer zu bedienen sind und mit einem leichten Motor bis 30 PS ausgestattet sind. Und wie viele Leute gehören in eine Mannschaft? Eine Mannschaft sind je nachdem 3 bis 4 Personen, kommt auf die Disziplin an. Wie viele Disziplinen gibt es denn überhaupt? Wir fahren hier 4 Disziplinen. Was im Moment im Hintergrund läuft, ist das Tube Rescue, wo geschwommen wird, also zu Patienten. Dann gibt es das Single Rescue, wo eine Person gerettet wird, das Mars Rescue, wo 2 Personen nacheinander gerettet werden und das Team Rescue, wo 2 Personen nacheinander von wechselnden Bootsbesatzungen gerettet werden. Paul, was ist für dich das Besondere am IRB-Sport? Das Besondere für mich ist eigentlich, kann man so sagen, die ganze Atmosphäre an sich. Wir stehen hier bei gutem Wetter einfach draußen mit Freunden aus ganz Deutschland und messen uns einfach bei dem Sport, den wir sowieso im Sommer ehrenamtlich regelmäßig machen. Also das reicht eigentlich schon.